Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Ixion. Ja, wir haben die Wahl, wollen wir Remus oder Romulus besiedeln, und ich denke, wir werden beides versuchen. Wahrscheinlich brauche ich dafür dann irgendwie zwei verschiedene, also ich muss dann irgendwann wahrscheinlich ab diesem Zeitpunkt nochmal laden. Und wir werden aber mit Romulus anfangen. Und dazu müssen wir hier unsere PA abschalten. Die Eden. Das wird bestimmt ganz witzig. Ich bin gespannt. So, und wir brauchen aber natürlich Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen irgendwie, denke ich. Also wir werden Remus erstmal komplett ignorieren, glaube ich. Administrator, a new request awaits your attention. Schon wieder? Was ist denn hier los mit den ganzen Requests? Diesmal Sektor 6. Administrator, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Doch ich muss Sie warnen. Varnir Dolos sagte voraus, dass eine menschliche Besatzung, die auf Romulus trifft, unweigerlich von ihm angezogen werden würde. Dolos Vorhersagen ergeben, dass die Menschen irgendwann in unserer Zukunft im Ilia-System versuchen werden, Romulus zu kolonisieren. Dieser Versuch wird scheitern. Warum? Und alle werden dann den Tod finden. Die Parameter des Planeten sind falsch. Schlechtes Ressourcengleichgewicht, harte Lebensbedingungen, bakteriologische Kontamination, Unverträglichkeit des Tag-Nacht-Zyklus mit der menschlichen Biologie, ganz zu schweigen von der völlig unzureichenden Vorbereitung auf einen solchen Planeten. Retten Sie die Besatzung der Tycoon-Administrator, stoppen Sie den Vorgang, der mein Leben beenden soll. Das würde mich jetzt schon interessieren. Setze den Eden-Abtrennvorgang und den Kolonisierungsversuch auf Romulus fort. Ja, bitte, gerne. So, wie viel Silizium gibt es da noch? Nicht mehr so viel. Wir brauchen also noch mehr. Das verheißene Land. Bereite die Kolonisierung auf Romulus vor. Kann ich jetzt? Oh ja. Errichte die Administratorstätte. Die Besatzung der Mendeleev wird die Administratorstätte vorbereiten. Achso, Administrator, hier gibt es keinen Planeten. Okay. Wir, die Besatzung der Mendeleev, werden das Kolonisierungsvorhaben überwachen. Wir haben Zugang zu allen Romulus-Daten. Uns werden keine weiteren Eden-Protokolle vom Planeten fernhalten. Wir sollten damit beginnen, die nötige Infrastruktur zu errichten. Es gibt jedoch ein kleines Problem. Die Atmosphäre von Romulus erschwert einen Bevölkerungsmassentransport auf dem Planeten. Der Einsatz von Frachtschiffen wird zu einem Verlust von 70% der Kolonisten führen. Das Chlor in der oberen Atmosphäre verursacht eine starke aerodynamische Erwärmung, der unsere Frachtschiffe nicht standhalten können. Okay, die Besatzung der Mendeleev wird die Administratorstätte vorbereiten. In diesem Bereich befindet sich die Infrastruktur für Sauerstoffrückgewinnung, Energieerzeugung und Temperaturerhaltung. Machen wir. Und zwar von Sektor 3 aus. Ja, die Grill kann das machen, denke ich. Ich hätte natürlich gerne mehr Schiffe. So, also das hier haben wir fertig, ne? Ja, wunderbar. Dann können wir uns jetzt nämlich hier nach Romulus in Bewegung setzen. Bitte gerne. Na, ich weiß nicht, warum das vor uns tatsächlich versteckt wurde. Ich meine, wenn der Planet die falschen Parameter hat, ne, dann werden wir das ja gleich feststellen. So, Eis haben wir hier schon mal ein bisschen gefunden, das ist wichtig. Wir bräuchten hier in der Nähe aber... So ein bisschen Silizium, Eisen hätte ich halt gerne gefunden. Nein!
Nein, ach, jetzt habe ich falsch geklickt schon wieder. Mann, zu nervös hier mit dem Finger. So, Scan abgeschlossen dort. So, schauen wir uns mal Vulcanus an. Auf der Oberfläche des Kometen, Vulcanus gibt es zahlreiche elektromagnetische Störungen. Erste Bilder zeigen den leuchtend grünen Schweif des Kometen. Hier spricht das Team der Heisenberg, wir sind auf Vulcanus gelandet. Annäherungsanalysen zeigen, dass der Komet große Mengen Bohr abwirft. Es wurden außerdem erhebliche elektromagnetische Störungen festgestellt. Sie scheinen jenen auf dem Kometen Rokatansky im Immortan-System zu ähneln. Oh, okay. Wir gucken uns das mal an und hoffen, dass die Leute nicht weggebeamt werden. So, was haben wir da hinten noch gefunden? Lupercal, okay. Also hier gibt es echt Unmengen von Zeug zu erforschen. Vielleicht bauen wir uns einfach noch ein paar. Wo haben wir denn noch Platz? Ich würde gerne noch ein Forschungsschiff bauen eigentlich, aber ich glaube, wir haben wirklich nirgendwo mehr Platz. Ne, wir haben nirgendwo mehr Platz für ein Forschungsschiff. Das ist schade. Na gut, kann man nichts machen. Oh, was ist jetzt los? Ah. Wir schwenken in den Orbit von Romulus ein. Haben jetzt also schön kurze Transportwege. So, Scan abgeschlossen. Ja, da müssen wir gleich noch eine Sonde hinschicken, befürchte ich. Hier. Die Siliziumvorkommen hätte ich nämlich gerne. Aber da müssen wir nochmal nach Eisen schauen. Oh, was ist denn hier wieder los auf der Station? Hier spricht Viridiana Caffarelli vom Wissenschaftskonsortium aus Sektor 1 schon wieder. Das Shuttle EMV Charon, mit dem sie an Bord kam, befindet sich noch auf der Tycoon. Wenn wir es überholen, könnte es viele Menschen befördern, viel mehr als ein Frachtschiff. Ich meine, allein schon die Wärmeableiter begeistern mich. Wir haben im Techniklabor ein Projekt vorbereitet. Wir können die Pläne des Shuttles zerlegen, das Design replizieren und weitere Shuttles bauen. Die gesamte Besatzung kann Romulus erreichen. Okay, das wäre cool. Neue Technologie, Romulus-Kolonisierung. Gucken wir mal direkt nach. Das seid aber nicht ihr. Wo finde ich denn die? Hier bei der Andockbucht, oder? Ja, genau. Ermöglicht den Bau von Shuttle zum Personentransport in Andockbuchten. Ah, okay, da müssen wir ein paar Frachtschiffe auf jeden Fall abreißen. Charon, unser Shuttle ist in der Tat ein Wunder kalorimetrischen Verständnisses. Ich bin mir sicher, dass die Auswirkungen größer sein werden, als wir uns vorstellen können. Okay, cool. Das erforschen wir mal. Das dauert 2,5 Zyklen, kostet aber nichts. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir in Sektor 3 und 4... jeweils ein Schiff zerlegen wahrscheinlich. Oder wir bauen in Sektor 4 noch einen eigenen Raumhafen. Oh, wie viel Energie kostest du?
14. Könnten wir uns gerade so leisten. Der würde auch noch hier hinpassen. Brauchen wir aber vielleicht nicht. Ne? Ich denke, hier können wir jeweils ein Schiff demontieren. Ja, das sind Stufe 1 Frachtschiffe hier. So, die Nagelfast beschäftigt, die brauchen wir. Die Grail ist eine Stufe 2. Ah, okay, dann behalten wir die. Und sagen einfach, die Grail wird hier angedockt. Ach nee, die Grail wollte ich eigentlich andocken. Das war jetzt falsch. So, Grail weg. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal machen irgendwie, ne? Ich hab's verkackt. So, Nagelfahr hier. Und die Grail hier. So, okay. Na, dann schauen wir mal, ob das hier noch läuft. So, die Grail soll das bitte tun. Die ist ja auch schon dabei, Ressourcen einzuladen eigentlich. Ah, hier ist der schon fertig, der Einsatz. Wir sind in die Spalte auf Vulcanus hinabgestiegen, um die Quelle der elektromagnetischen Störung zu finden. In einer kleinen Höhle voll leuchtender Bohrkristalle hielten wir an, um Messungen vorzunehmen. Die Ergebnisse schwankten. Weiter im Inneren fanden wir eine große schwebende graue Kugel, die jener ähnelt, welche die Besatzung der Foucault fand. Nach Rücksprache mit den Wissenschaftlern auf der Tycoon wurden einige kontroverse Theorien aufgestellt und Vorschläge für mögliche Experimente an der Kugel gemacht. Es wird noch debattiert. Ich habe bei den anderen Expeditionsmitgliedern eine wachsende Faszination für die Kugel festgestellt. Dies ist absurd, denn sie ist ganz offensichtlich nur für mich da. Oh, wirklich? Lasse im Team freie Hand. Die Besatzung der Heisenberg wird die Kugel unter strenger psychologischer Beobachtung untersuchen. Ja, basierend auf früheren Interaktionen auf Rokatansky haben die Wissenschaftler der Tycoon eine Reihe theoretischer Experimente an der Kugel vorgeschlagen. Dies sollte eine vollständige Erfassung der von ihr erzeugten elektromagnetischen Wechselwirkungen ermöglichen. Ja, wir versuchen das mal. Wir könnten hier natürlich auch erst analysieren. Ja, wir versuchen mal die Experimente und hoffen, dass wir dabei nicht sterben. Während wir versuchen, Romulus zu kolonisieren. Ja, wir bringen jetzt richtig viel Eisen weg, ne? Aber ich glaube, wir haben genug Legierungen noch. Ja, die stapeln sich hier überall. Also Eisen dürfte erstmal kein Problem für uns sein. Die Kohlenstoff-Überbelegung da hat sich auch erstmal so ein bisschen beruhigt. Also wir schauen mal. Hier oben finden wir richtig viel Eisen. Schauen wir uns das mal an, das ist ja hier direkt in der Nähe. Auf Remus können wir jetzt gar nichts mehr machen, weil wir hier das eingeleitet haben, ne? Ja, tatsächlich. Okay, das habe ich schon befürchtet. Neues Schiff, Forschungsschiff. What? Hier spricht die Besatzung der Foucault. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, Administrator, aber wir sind zurückgekehrt. Wir waren auf der Foucault, die auf eine Art und Weise existierte,
die uns nun unvorstellbar erscheint. Wir durchquerten seltsame feste, flüssige und gasförmige Areale, in denen sich die Materie in uns unverständlichen Mustern verhielt. Die Zeit war nicht linear. Es gab Tage, in denen der Ablauf von Ereignissen nicht für alle Besatzungsmitglieder gleich verlief. Wir trieben in diesem freusianischen Morast verloren, bis uns das Team der Heisenberg befreite. Unser Schiff befindet sich nun in der Umlaufbahn von Vulcanus. Echt jetzt? Wir müssen mal zur Technologie schauen. Ja, wir haben Unmengen von Punkten. Was machen wir damit? Achso, da bauen wir schon. Achso, ich hätte hier gerne in der Außenbordschleuse, da wollten wir ja noch ein bisschen was machen. Ne? Plasmaschneider, Reparaturgeschwindigkeit um 15% erhöht. Das machen wir erstmal. Und haben wir unsere Batterien schon? Ladegeschwindigkeit um 50% erhöhen, das hängen wir direkt hinten an. So, und da müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt irgendwie hier haben wir noch Platz. Da hängen wir doch unsere. Ja, guck mal, hier haben wir Platz. Da können wir doch jetzt auf jeden Fall die Foucault hier zum Beispiel anhängen. Und dann können wir die Mendeleev. Achso, können wir die hier extra bauen? So, ich werde mal die Heisenberg dort abkoppeln. Und hier anbauen und dann gucken wir mal, wie das mit den Shuttlen funktioniert. Die kann ich ja scheinbar überall bauen, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, ob die irgendwie einen Platz wegnehmen oder nicht. Ach so, mit den Shuttlen schicken wir einfach Kolonisten runter, oder wie? Moment mal. Das will ich mir nochmal angucken. Ein Mannschaftstransport mit hoher Kapazität und guter Wärmeableitung kostet immer 20 Polymere. Und nehmen die das hier auch mit? Nee, da hat das hier geladen. Nee. Okay. Die kosten nur Polymere. Dann müssen wir aber für die Sektoren 3 und 4 sagen, dass die richtig viele Polymere einlagern dürfen. Und dann müssen wir hier irgendwo auch noch ein bisschen Kohlenstoff finden, denke ich. Ich weiß nicht, ob die Shuttle mehrfach verwendbar sind oder so. Das müssen wir mal rausfinden. So, die Heisenberg kann hier nach Aventin weiterfliegen. So, und die Foucault kann dann nach ganz hier drüben nach Palatin fliegen. Weil hier werden wir wahrscheinlich das behalten müssen, ne? Okay, wir brauchen noch ein paar Kolonisten. Das sollten noch ein bis zwei Flüge sein. So, wir haben eine Sonde. So, und ich suche jetzt Kohlenstoff für Polymere.
hier. Ist das die nächste Kohlenstoffkonzentration? Ich befürchte schon. Silizium habe ich hier auch gar nicht in der Nähe gerade, ne? Da müsste ich auch noch mal ein bisschen gucken. Damit wir wirklich nicht immer so weit fliegen müssen. So, Plasmaschneider. Foucault hat alle Wissenschaftspunkte, wissen wir schon. Ups, was passiert hier? Hier wird ein Shuttle gebaut. Okay, und hier? Kann ich die hier anhängen? Nee. Okay, also ich kann hier eine Menge Shuttle bauen scheinbar. Ja, da müssen wir halt gucken, wie viele Leute passen denn in so ein Shuttle immer. Wie viele brauchen wir? So, Sonde hat einen Scan abgeschlossen. Wo? Wo ist denn die Sonde gewesen? People of the VVS Tycoon. Hi. We have detected the presence of a BMS warship. What? In the Ilya system. The Piranesi has followed in the footsteps of your Vol Trace. We have no weapons, no military solution against such an enemy. To ensure the survival of this settlement in Ilya, you will have to find a way to silence him. Once and for all. Ernsthaft jetzt? Die Piranesi schon wieder? Oh, ich raste aus. Wo ist die Piranesi? Da. Okay, was machen wir mit der Piranesi? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was auf Aventin abgeht. Vorläufige Daten enthalten viele Ungereimtheiten. Aventin emittiert große Mengen Partikel, die nicht von einer atomaren Struktur ausgelöst, was nicht von einer atomaren Struktur gelöst sein dürften. Diese Emissionen scheinen keine physische Gefahr für unsere Wissenschaftsteams darzustellen. Dennoch reichen theoretische psychologische Auswirkungen von unbekannt bis katastrophal. Die Dorlos-Sicherheitsprotokolle raten zu äußerster Vorsicht. Wir sind auf dem Planeten gelandet. Aventin ist von einer pulverigen Schicht gelben Schwefels bedeckt. Es rieselt in die vielen Spalten auf der Oberfläche des Planeten. Diese Risse ermöglichen einen spektakulären Blick hinab auf Aventins Kern. Ganz anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Tellurische Säulen ragen aus dem zentralen, perfekt kugelförmigen Kern und stützen die Planetenoberfläche. Der Kern scheint den von oben herabfallenden Schwefelpulverregen wie ein metallisches Samenkorn zu absorbieren. Erforsche die Oberfläche, nee, den Kern. Mit Hilfe von Exoskeletten wird das Team der Heisenberg-Aventins Kern untersuchen. Wunderbar. Okay, Problem. Also hier ist ein Ereignis verfügbar. Hier drüben. Administrator, alles bestätigt die traurige Wahrheit. Die Piranesi ist uns ins Ilya-System gefolgt. Großartig. Beruhig dich. Warum nicht? I will feed on your beautiful community. I will build my rebirth. Are you ready? For your simulation. Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Dann würde mir nie besser passen. So, Automatikbau aus.
Und dann brauchen wir hinterher wahrscheinlich Dings, ne? Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen ätzend. Wie weit sind wir denn hier mit den Ressourcen, sag mal? Beinahe fertig. Wir sitzen ja direkt daneben. Was wahrscheinlich ganz gut für uns ist. Denn dadurch dürfte alles ein bisschen schneller gehen. So. Wir suchen Silizium und zwar möglichst viel. Oh, fliegen die nach Remus? Das sieht ein bisschen danach aus, ne? Silizium bitte. Silizium. Ganz hier hinten. Ah, wo ist es? Ach, das ist ja richtig weit weg. Ja, warte mal, suche ich eigentlich auch Kohlenstoff? Ja, Kohlenstoff habe ich nämlich auch noch gar keinen gefunden hier, ne? Der ist da drüben der nächste. Ach, nervig. So, hier gibt es so ein bisschen Kohlenstoff. So, hier gibt es richtig viel Eisen. Da gäbe es noch ein bisschen Kohlenstoff, das ist aber richtig weit weg eigentlich. Was nehme ich denn dann? Nehme ich, glaube ich. Ich kann eigentlich alles aus Müll herstellen inzwischen, ne? Ich glaube, Silizium brauchen wir anteilig am meisten. Ist aber echt da hinten. Uff, ja, wie soll ich sagen? Wir hocken schon wieder ein bisschen hier. In der Patsche. Wir bauen auf jeden Fall Shuttle. Was schon mal gut ist. Da müssen wir halt echt gucken, was die Piranesi so sich überlegt hat dieses Mal. Was sie mit uns vorhaben. Auf jeden Fall gar keinen Bock auf die Piranesi, muss ich sagen. Wie viel ist denn das? 295. Okay, das sollte uns erstmal eine Weile reichen. So, die Foucault hängt hier. Ne, wo ist denn die Foucault? Achso, die ist noch auf dem Weg. So, die Piranesi verhält sich zunächst ruhig. Aber wir müssen nochmal checken, ob hier die Sektoren optimal arbeiten. Das sieht so aus. Polymere sind ein bisschen knapp im Moment tatsächlich. Was stellt denn ihr her? Elektronik. Wollt ihr auf Polymere umrüsten, bitte? Das würde ich total gut finden. Es könnte sein, dass wir für die Shuttle richtig viele davon brauchen. So, ihr stellt Legierungen her. Das ist vollkommen in Ordnung, die brauchen wir auch.
Ihr stellt Elektronik und Elektronik her. Auch das finde ich ganz in Ordnung. Ihr stellt Elektronik her. Ihr stellt auch Elektronik her. Elektronik dauert einfach am längsten. So, und da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht Ladegeschwindigkeit ist erhöht, das nehmen wir mit. Falls wir wieder fliehen müssen, und dann gucken wir mal bei der Polymerraffinerie, dass wir mehr Geschwindigkeit hier irgendwie reinbringen. So ein bisschen. Ich glaube, das könnte uns nachher noch weiterhelfen. Die Produktionsgeschwindigkeit ist um 40% erhöht. Auf der Erde zeichnen Traktoren. Ach so, ja, das kennen wir schon, den Text. Das hängen wir mal hier mit an. Gab es bei den Batterien noch einen Test, einen Text, den wir nicht kennen? Die Leere hat etwas Aufreizendes an sich. Ja. Ich wünschte, der Raum, in dem sich die Piranie sie befindet, wäre komplett leer. Also der Raum, den die Piranesi einnimmt. So, auf Aventin sind wir fertig. Das gucken wir uns noch an. Das Team der Heisenberg hat große Schwierigkeiten, ein Untersuchungsprotokoll für den Planetenkern zu etablieren. Nach diversen Versuchen kommt das Team zu dem Schluss, dass die riesige zentrale Kugel mit Elementarteilchen, einschließlich Boson und Phreostachyon, auf selektive und unvorhersehbare Art und Weise interagiert. Es wurden 10 zuvor unbekannte Elementarteilchen identifiziert. Die Daten von der Kernanalyse auf Aventin werden in den kommenden Jahren den Weg ebnen für neue wissenschaftliche und technologische Modelle. Da freue ich mich. Dann gucken wir uns noch die Oberfläche an. Das Team der Heisenberg wird Proben von Aventin untersuchen. Dolos Standardprotokolle sind auf einem derart atypischen Planeten obsolet. Das Team wird sich anpassen müssen. Okay, viel Spaß. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.